So, und da bin ich wieder. Dann machen wir erstmal vielleicht hierfür... Ich sage dir, Uchu, ich habe noch nie gehört, dass jemand an Land von einem Piranha gebissen wurde. Es war ein sehr wütender Fisch. Na klar. Hey, Lara, setz dich zu uns. Ja, komm. Was gibt's denn? Lara, schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls, Uchu. Wie laufen die Vorbereitungen für Ätzlis Krönung? Nicht gut, leider. Du warst kaum aus Paititi weg, da brachten Jäger Shans Leiche aus der Wildnis mit. San, war er auch einer von denen, die du losgeschickt hast? Um den Meisterbogen zu holen, ja. Lara, ich frage ungern, aber... Aber du willst wissen, ob ich den Meisterbogen hole. Es ist viel verlangt. Das ist der am schwierigsten zu beschaffende Gegenstand. Shan war einer unserer Besten. Darf ich fragen, was den Bogen so besonders macht? Königin Unuratus Ahnen schnitzten ihn aus dem ersten Saberbaum, der in der Wildnis außerhalb der Stadt wuchs. Er wurde über Generationen vererbt. Sie hat ihn Sairi, Ätzlis Vater, am Hochzeitstag geschenkt. Er verbindet die beiden Familien, aber er ging vor vielen Jahren verloren. Der Nawal hat ihn. Der Nawal, das ist jemand, der die Macht hat, sich in ein Tier zu verwandeln, richtig? Ja, der hier durchstreift den Dschungel vor der Stadt. Er war neidisch und hat Sairi um den Bogen betrogen. Ätzli ist der rechtmäßige Erbe des Meisterbogens. Ohne ihn kann er nicht König sein. Okay, wo muss ich hin? Danke, du findest den Eingang direkt gegenüber, über dem Flussufer. Ich werde alles tun, um den Bogen zu holen. Falls wir den kriegen. Habe ich mit ihm auch noch eine Quest? Was macht ihr zwei da? Hä? Wir tauschen Narbengeschichten aus. Jonah sagt, dass du auch welche hast. Aber ohne Geschichten. Ich bin nur unvorsichtig. Das habe ich von meinem Cousin, Eli. Das ist von deinem Cousin? Redet ihr noch miteinander? Er war nicht wirklich mein Cousin. Er war ein Wurm, den ich... Vielleicht musste man dabei gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Sehr was wahrscheinlich. Ist mit dir? Das sieht nach einer ziemlich guten Geschichte aus. Was ist passiert? Ein sehr altes Rezept. Bei so einem Rezept würde ich lieber verhungern. Es war nicht so ein Rezept. Es war für eine Waffe. Ah, was für eine Waffe? Der weiße Atem, ein Gift, das man tief in der Wildnis findet. Es würde unsere Anzahl verdoppeln, ohne einen Mann hinzuzufügen. Ideal für die Rebellion, um Amaru und seine Armee zurückzuschlagen. Was ist denn passiert? Es ging schief. Hast du es nicht gefunden? Nein, mein Freund, ich war nicht würdig. Um das Rezept des weißen Atems zu meistern, musst du den Pfad der Angst beschreiten. Ein gefährlicher Ort, voller schrecklicher Dämonen. Glaubst du, der weiße Atem könnte Rebellenleben retten? Viele, aber diese Hoffnung ist verloren. Ich kann nicht zurück. Zu gefährlich. Und wenn ich mit dir gehe? Wir können das Rezept des weißen Atems zusammenholen. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber der Pfad der Angst muss allein bewältigt werden. Dann gehe ich. Das kann ich nicht von dir verlangen. Hast du nicht. Ich biete es an. Nein. Lara, vielleicht ist das keine Sache. Uchu, ich kann helfen. Bitte, lass mich gehen. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Nimm den Weg durch das Wasser unter dieser Höhle. Er führt dich in die Wildnis. Dort bist du auf dich gestellt. Okay, durchs Wasser. Pfad der Angst, den Weg durch das Wasser nehmen. Also da unten durch. So. Quetschen wir uns mal da durch. Pfad der Angst. Hm.
Oben gibt's aber was. Okay, ich gehe mal erstmal hier rum und schau mal, ob hier irgendwas gibt zu finden. Und da haben. Ja, Vater Angst. Lass mir raten, die muss da jetzt rüber. Wohl, warte. Okay, da oben gibt's nichts. Ist das richtig, was ich hier mache? Warum ruckelt es? Spiel, bitte hör auf zu ruckeln. Irgendwo, irgendwie, irgendwas. Ach, hier. Jetzt nach oben, okay. So. Von unten können wir wahrscheinlich nicht rein. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier oben entlang müssen. Das kann nicht der Pfad der Angst sein. Ich muss mich... Hallo? Wer ist das? Kannst du mich hören? Okay, wir sind erstmal zu Hause. Warum gibst du dich mit nichts zufrieden? Mama. Okay, wir können jetzt selber hier rumlaufen.
So, lass mich raten, wir müssen da durch. Die wollen. Was ist hier? Okay, hier ist jetzt alles überschwemmt. Und da ist die kleine Lara. Da sind wir nass. Wie lange können wir tauchen? Und wieder durch diese ganzen Toten. Aber das sind doch jetzt hier nicht nur. Das sind Trinity-Soldaten, dann noch diese Soldaten aus Yamatai, glaube ich, war das. Also aus dem ersten Tomb Raider. Von der Neuauflage. Nein, die Viecher. Okay, wir haben etwas Muni. Schnell bitte, ich habe eine Scheiße. Mist.
Habe ich keine anderen Waffen? Pistole? Okay, der kommt näher. Kommen da noch mehr? Alter, wie viele sind... Habe ich jetzt verkackt? Oder? Okay, jetzt sind wir wieder hier, vom Anfang des Spiels. Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Okay, ihre Traumata kommen jetzt wieder hoch. Die sich selber dafür gibt. Okay, er ist irgendwo begraben. Hier. Jonah! Jonah! Falsches Grab. Jonah! Lara! Jonah! Jonah! Er wechselt das Grab. Immer wieder. Ich hab dich, Jonah. Bitte, halte durch. Komm schon, stirb nicht, bitte. Jonah, bitte. Komm schon, Nilski! Jonah. Du weißt, was du zu tun Danke, hast. Danke, Raid. Einen Moment. Ich gebe dir gleich einen Shoutout nach der Szene. Tu es! Was? Was? Wer sagt der Schmerz? Beende ihn. Ich habe keine Schmerzen. Egoistin. Ihr Schmerz, nicht deiner. Die Leben, die du vernichtet hast. Und es kommen noch so viele. Du zerstörst, was du berührst. Kleiner Krebs. Kleiner Tod. Kleine Hexe. Ich würde nie... Sie sind meine Freunde. Sie sind alle... Tot oder verdammt. Du weißt es. Spürst es. Du bringst Unglück, Lara. Kannst das Leben nicht bewahren. Erst das deine Mutter, dann dein Vater und jetzt deine Freunde. Das war auch Lara. Nilske, ich bin gleich bei dir, ja? Hey, und, ich bin's, Jonah. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Oh, Gott sei Dank. Sie hat's geschafft. Sie ist okay. Gut gemacht, Lara. Du hast dich als würdig erwiesen. Jetzt musst du das Tal der Affengötter betreten und den weißen Atem holen. Affengötter? Meinst du die Zwillinge? Huna Han und Hun Shiven? Ja, sie sollen das Rezept für den weißen Atem erfunden haben, um Rache an den Brüdern zu üben, die sie verwandelt haben. Okay, die Albtraumsequenz haben wir schon mal abgeschlossen. So, Moment. So, die Aufnahme läuft wieder. Sie sind dabei, dieses Grab zu betreten. Ihr Fortschritt wird gespeichert. Möchten Sie fortfahren? Ja. Hat das jetzt einen besonderen Impact, wenn wir jetzt da durchgehen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Huna Han und Hun Shiven müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden.
Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Fable Anniversary musstest du dir auf Steam kaufen? Weil PC sagt, bei so alten Spielen leider nein. Ah, ja, kenne ich. Kenne ich auch. So. Obwohl ich mittlerweile auch kein PC mehr mit Laufwerk habe. So. Komm. Rutschen wir mal hier runter. Da so runterfallen würde ich nicht wollen. Warum hat die jetzt so spät reagiert? Ich würde sagen, wir gehen. Ich glaube, das wird gleich einstürzen, oder? Ich bin auch eigentlich eher so ein Fan. Was? Einfach mal in den Tod gestürzt, ohne irgendwie einen Grund. Okay, wir gehen mal doch lieber hier links rum. Das überlebt sie doch diesmal, oder? Das Tal der Affengötter ist eine gewaltige Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein. Ein perfektes Versteck, wenn man wie die Affenzwillinge verschwinden will. So. Macht die das? Nein. Okay. Ich dachte, die klemmt das da oben dran. Ja, da schaut man wirklich ganz kurz nicht hin und schon tot. Achtet man zu sehr auf den Chat. Was ist denn das? Kann ich damit irgendwas machen? Irgendwas kann ich damit machen. Nur was, weiß ich nicht. Aber ja, was ich sagen wollte, ich bin eigentlich auch eher ein Fan, so Sachen eher physisch zu haben. Aber es ist oft so, zumindest bei PC-Spielen, ganz besonders alten PC-Spielen, dass es mittlerweile halt nicht alles mehr funktioniert. Was einfach schade ist. Aber ja. Hier fällt alles auseinander. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist. Oh, hier haben wir ein Kuchenrezept. Für mich sind das Kuchenrezepte, diese Dinger hier. Komme ich da ran? Nein, okay. Das heißt wieder hochklettern. Ich gehe erstmal vielleicht da lang. Muss ich das irgendwie mit Granaten oder so? Ach so. Das sind immer drei Schläge. Okay, und jetzt die Treppe runter. Okay, das hatte jetzt anders nicht funktioniert. Weil ich dagegen gesprungen bin, aber. Okay, so geht's auch.
So. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay, dann müssen wir gleich dahin. Nach oben irgendwie. Oder? Nee. Ah, da. So. Und so. Okay. Ich glaube, ich als echter Mensch hätte das nicht geschafft. Hunahan und Hunchevan. Diese Statuen sind riesig. Dieses Tor muss irgendwo hinführen. Also, von da so klettern, dann die Kraft zu haben in den Armen mit einem Seil. Also von da zu klettern und dann die Kraft haben, da sich abzuseilen und dann hier so runter zu rutschen. Und dann sich da noch festzuhaken. In so einem Tempo, ich glaube, ich wäre da unten irgendwo geendet. Also in real life. So, da haben wir noch so ein Ding. Was macht man mit den Dingern? So, hier sind mir zu dunkel. Okay, jetzt wird es ein bisschen heller. Dahin. Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein. Was treibt diese Turbine wohl an? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht Wasser. Ey, Nitzki, mal so eine Frage. Ist bei dir auch aktuell 30 Grad, wo du bist? Das war's. Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Monolithen freigeschaltet. Außergewöhnlich. Warum sollten Hunahan und Hunchevan so ein Ort bauen? Das ist wirklich ein sehr komischer Ort. Vor allem, dass das hier niemand entdeckt hat, so. Das müsste doch extrem laut sein. Okay, warum sind wir da jetzt runtergerutscht?
wir mussten zuerst den da. Hier reinholen. Weil die anderen drei sind ja schon. Die anderen beiden sind ja schon. Hier ist keine Trommel. So. Ich glaube, da müssen wir rüber. Weil wir da nicht rüberkommen. Aber das hier von niemandem bis jetzt entdeckt wurde, wundert mich. Gibt's nichts. Mist. Okay. Ah, jetzt fehlt er da hinten wieder. So, abwarten, bis die unten sind. Wieder nach oben hin, damit wir zumindest einen Rückweg hätten. Abwarten. Dass davon noch nie jemand was mitbekommen hat, wundert mich echt. Okay, überstanden. So. Da. Selber auch nochmal. Ah, und dann müssen wir nochmal zurück, oder wie? Jetzt hier noch irgendwie weiter? So.
können wir wieder abwarten. Der fällt gleich eh wieder runter. Lass mir raten, die beiden können zusammen. Was soll das sein? Das da wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, oder? Genau auf die Musik achten. Ja, das tun wir doch bisher, oder nicht? Ich dachte, ich gehe jetzt drauf. So, das haben wir gesucht. Okay, das. Weißer Atem. Weißer Atem erzeugt eine halluzinogene Dunstwolke am Aufprallort eines Furchtfeinds. Heulende Affengötter. Grab abgeschlossen. Okay, was soll das jetzt? Ich hatte gedacht gehabt, wir gehen irgendwie wieder zurück oder so. Okay, Vergiss nicht, der Nawal hat viele Formen. Misstraue allem, was du in der Wildnis siehst. Okay, ich hab den Dings fertig. Willkommen zurück. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Sie hat ihn. Hier, der weiße Atem. Seltsam, dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann.
Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Uchu, du schuldest uns noch eine Geschichte. Ich bringe nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich glaube, da gibt es nichts zu erzählen. Wundert mich, dass wir das geschafft hatten. So, ich setze mich mal hier hin. Wir haben wieder 4 Fähigkeitspunkte. So, Auge des Adlers. So, was haben wir? 2, 3 auf einen Streich. So, was wäre sinnvoll für uns jetzt? Die Seite haben wir jetzt durch. So, ich glaube, Gift der Viper. Stellen Sie Giftgranaten her, töten Sie Feinde und vernebeln Sie das Sichtfeld. Komm. Ja. Machen wir das. Das Gewehr aus, halten Sie RB, um Giftgranaten herzustellen. Benötigt Schwarzpulver und Toxin. Machen wir das. Und hier haben wir auch noch wieder was Neues. Hier vielleicht? Tunika des Fuchsbands, Brockengespenst, Sinchi Chikas Kampfanzug, Schuppen von Kuh, gefiederte Schlange und hier Drachenschuppen, Mitternachtswächter. Komm, wir machen mal den Mitternachtswächter. Sieht auch nicht schlecht aus. So, da oben haben wir die nächste Nebenquest. Müssen wir dafür hin? Nach Dachen. Die Ahrenschöpfer. War da nicht so bei irgendwie was, dass wir da irgendwie nicht durch konnten oder so? Aus irgendwelchen Gründen? Oder war ich zu doof, das zu sehen, dass man da hoch kann? Sie sind dabei, dieses Grab zu betreten. Ihr Fortschritt wird gespeichert. Möchten Sie fortfahren? Ja. Warum wird man jetzt gefragt, ob ich jedes Grab betreten will oder nicht? Hallo, Spiel? Hat ein Weilchen gedauert, bis die Ladebalken kamen. So, erreichen Sie... Ja, jetzt konnte ich ihn zu Ende lesen. Super. Okay, da haben wir zumindest noch ein Kuchenrezept. Pfeiler des Himmels.
Ist schön, dass mir jetzt beigebracht wird, wie man abseilt. Dass das Tutorial immer wieder kommt. Okay, wahrscheinlich nach da oben. Nein! Ich dachte, die wirft dieses Dings zum Hochhaken. Okay. Okay, in den Schuhen wäre mir das doch ein bisschen zu unbequem. Wäre zu sehr die Gefahr da abzurutschen, meine ich. Conquistadores. Sie sind weiter gekommen als gedacht. Da ist noch ein Brief. Gebet für treue Verstorbene. Ein Dokument in der Handschrift von Andres Lopez. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Auch voll. Oh. Hier sind wir. Nein, Lara, wieder hoch. Du solltest springen. Die Brücke ist bestimmt durch ein Erdbeben eingestürzt. Nicht hoch. Und jetzt? Ach, hier. Okay, das wird gleich lustig. So, abwarten. Jetzt. Hier haben wir Windschatten. Und weiter. Aufpassen, dass wir hier nicht wegfliegen. Als ich das erste Mal gespielt habe. Sie konnten die Tür nicht öffnen, also haben sie gesprengt. Als ich das erste Mal gespielt hatte, hatte ich wirklich. 1000 Versuche gebraucht. Ist aber auch ein Jahr her, aber. Das könnte der Schrein von Sha'ak sein. So, ich habe hier schon wieder so eine Motte. Ja, ich habe sogar. Ja.
Hoppala. So, okay, nochmal kurz. Ach, hier. Ich hoffe, der Weg führt zum Tempel. Das hatte auch nicht ausgereicht, okay. Vielleicht höher. Ich hoffe, der Weg führt zum Tempel. Oder mit ein bisschen mehr Schwung. Also bis jetzt überstanden. Erster Versuch. Auf jeden Fall ein bisschen weiter mittig. Das haben wir geschafft. Wen kann man hier machen? Haben rechtzeitig reagiert. So, und hier entlang. Okay, das bleibt so. Nein! Alles klar, Nielski, dann dir eine gute Nacht. Und Schlaf gut. Ja. Wie lange wir noch machen, ist eine gute Frage. Und man sieht und hört sich auf jeden Fall. So. Jetzt aber.
danke dir nochmal für den Raid. Ich muss mal schauen, dass ich das irgendwie mal zurückkommen lasse oder so. Der Wind hat die Strukturen über Jahrhunderte geschaffen. Das Chip ist voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mal gucken, bringt das was? Das nochmal hier. Seile werden hier nützlich. Ah, warte. Könnte das Charles Blitzaxt sein? Mal geschafft. So. Und wir sind da. Der Schild ist weg. Jonah. Lara, was ist los? Gib mir Koryanka. Koryanka. Der Schild ist nicht mehr da. Dann hat Amaru ihn schon. Er würde nicht riskieren, ihn in die Stadt zurückzubringen. Er muss noch tiefer im Bergknarren sein. Okay. Ich suche danach. Spüren Sie den Schild auf? Die Armschöpfer. Alles mitnehmen. Aber sollte das nicht irgendwie der Bogen sein oder so? Davon ist auch noch was. Ach, Holz. Und nächsten Rezept. Augen. Überlebensinstinkt bleibt aktiv, wenn sie sich in Baumkronen oder mit Vegetation bewachsenen Wänden bewegen. Ah, okay, nice. Heilige Scheiße! Jo, oh! Geht gut los. Das sieht sich da festhalten konnte bei der Nässe. Das wird nicht abrutscht. Dem Wetter so in so einem Kleidchen rumzulaufen, müsste eigentlich sich schnupfen oder sowas.
oder andere Krankheiten. Ich wäre da nicht gesund durchgekommen, sagen wir mal so. Saubere Falle. Doppelt hält besser. Können wir da drüber springen? Ja. Nicht springen, sondern klettern. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was gleich hier kommt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oder komm, komm hier wieder die. Okay, das sieht geil aus. Bisschen weiter runter. Ja. Shadow of the Tomb Raider Karte mit Back, öffnen Sie die Karte, um eine Übersicht der verfügbaren. Man darf hier nichts zu Ende lesen. Ah, super, hier sind wir wieder. Also bei, nicht wieder, sondern bei den Typen. Ah, ich glaube, ich bleib bei der Waffe. So, 20%. Kommt mir bekannt vor. Hatten wir doch sogar schon mal so eine ähnliche Tür. Noch ein Rezept. Legende des Spiels. Dieses Wandbild zeigt Kaiser Shinji Ichika, wie er den. Jetzt. Ah, hier. Ne, ist doch keine Leiter. Ah, hier. Kommt da hoch? Nein. Da kommen wir auch nicht mehr wieder zurück.
Bistche. Okay, den könnten wir. Der wird nicht gesehen. Hat irgendjemand den damit bekommt? Hier mache ich auch mal sowas dran. Versteck die da! Der wird gesehen. Wieso hast du den jetzt runtergeschmissen? Kukulkan! Oh, ich habe kein Gift mehr. Alter, wie hört der aus? Es gibt irgendwo einen Zugang. Da muss ein Zugang sein. Es gibt irgendwo einen Zugang. Da muss ein Zugang sein. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, erstmal alles einsammeln. Ne, dann nicht das. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hätten wir vielleicht hier rumgehen sollen? Und wo hätten wir uns mit Schlamm bedecken sollen? Ach, da oben. Dadurch. Ich muss langsam gehen. Ich muss schnell sein. So, geh durch. Jonah, Koryanka hatte recht. Der Kult hat den Schild tiefer in den Berg gebracht. Koryanka, Lara hat ihn. Der Schild des Ehrenschöpfers. Ich wusste es. Er ist wunderschön. Ich... Findet sie! Verdammt. Lara, was ist? Hier ist jemand. Mist. Okay, den haben wir. Lebt er noch? Ne, okay. Mitnehmen. Das würde ich gerne mitnehmen. Seid aus Amaros Tagen. Oder das.
wohl keine Wahl. Okay, der ist tot. Verschluss perfekt. Scheiße, da sind noch mehr. Wie viele seid ihr denn? Ich hab gleich keine Muni mehr. Autsch. Alter, wie hältst du aus? So, gab's da oben noch einen? Lara, wo hast du dein Schild eigentlich? Rourke. Scheiße. Croft! Diese Kakerlake stirbt einfach nicht. Sie hat den verdammten Schild! Knallt sie ab! Okay, wenigstens gibt es ein... hier rüber. Ich bin zu gut für dich, was? Eröffnet das Feuer. Suche läuft. Bitte bestätigen. War's das? Nee. Hä, wie? Wie wollen das sein? Hoffentlich waren das alle. Okay. Ich hoffe auch. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So. Der hat noch Muni? Hier gibt's noch Muni? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, muss ich hier entlang? Anscheinend. Ich muss zurück zum Dorf. Ist jetzt Ende von der Quest oder wie? Ich weiß nicht, oder kommt dann noch was? Ich weiß das nicht mehr. Alles klar, ich bin da. Ah, okay. Da gehen wir das ab. Und was haben wir hier?
Kupferstreitkolben. Der Kopf eines Streitkolbens. Du hast es geschafft. Ach so. Der Schild des Ehrenschöpfers. Er ist... Was ist? Das Ritual. Das Gewebe opfern? Nein, nicht das Gewebe. Das Schicksal. Und opfern kann auch erschaffen bedeuten. Traditionell hieße das, wir können alle das Schicksal erschaffen. Genau wie ich dachte. Schau dieses Symbol, Vorfahren. Aber kann es nicht auch Hochstapler heißen? Doch, genau das will Amaru. Den Beweis, dass jeder das Schicksal erschaffen kann. Nicht nur Nachfahren des ersten Kaisers. Du hast recht. Das darf nie jemand sehen. Die Wahrheit würde Unuratus Glauben erschüttern. Die Rebellion wäre in Gefahr. Das würde nur Amarus Überzeugung stärken, dass er die Welt neu erschaffen soll. Lara, wir müssen ihn zerstören. Es muss einen anderen Weg geben. Aber die Wahrheit bliebe nicht ewig verborgen. Du hast wohl recht. Also zusammen. Als Schwestern. Zusammen. Trotzdem hast du bei der Beschaffung des Schilds großen Mut bewiesen. Ich erhielt diesen Bogen beim Beitritt zu den Geschorenen. Weiche niemals im Kampf zurück. Das ist unser einziger Schwur. Du bist heute im Kampf keinen Schritt zurückgewichen, Lara. Du hast das Herz einer Geschorenen und es wäre mir eine Ehre, wenn du den Bogen behältst. Koryanka, das ist... Mir ist es eine Ehre. Danke. Ist das der Schild? Ich will gar nicht wissen, warum ihr ihn verbrennt. Ich bin froh, dass du zurück bist. Mal wieder. Ich habe auch noch nicht ganz so verstanden, warum wir mit Spannung der Bogen sehen. Neue Ausrüstung erhalten. Vielseitige Platten verringern Schaden und Profilwaffen und mögliche. Okay, warte. Und noch ein Fähigkeitspunkt. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, warum wir jetzt das Schild verbrennen. So, wir haben 4 Fähigkeitspunkte. Wo schmeißen wir die rein? Es sind nur noch 3 Gräber übrigens offen, die wir noch machen müssen. So, Schuppen der Schlange. Was soll ich mit diesen Konzentrationspflanzen eigentlich? Ich nutze die eigentlich selten. Mit einer Pistole kann man Leuchtmunition machen. Stellen Sie Erfüllungspatronen her, betäubt Gegner kurzzeitig, hilft ihnen, sich zu verstecken. So, Sicht der Eule, Überlebensinstinkte halten länger an nach... Ja, komm, machen wir. Oder... Furchtfallen halten länger an. Ja, komm. Machen wir das. Dann halten die Pfeile wenigstens länger. Und hier haben wir was Neues. Also silberner Schlag. Eidleisters Bogen, ewiger Wächter, Bogen des Fuchsbands, Langbiss, Hukahuks Bogen, Eidleisters Bogen. 6 Himmelsbogen, der Curve-Bogen. So.
Warum haben wir jetzt hier, wo ist eigentlich, warum haben wir noch keinen besseren Messer eigentlich? So, haben wir hier neue Outfits? Oder hier irgendwie zum Freischalten? Ne. Ah, ich werde den hier mal haben. So. Oben haben wir noch eine Quest. Mord an Sumak. Sumaks Mord aufklären. Stimmt, da hatte noch was gefehlt. Wo wir irgendwie nicht weiterkamen. Und hier haben wir noch einen Questgeber irgendwo. Unten. Immer noch unten. Neue Quest. Obwohl, komm, ich würde sagen, wir machen das nächste Mal. Ich will mich abkühlen. Mir ist sau warm. Wenn ich ehrlich bin. So, und dann machen wir das beim nächsten Mal. Für YouTube sage ich auch schon mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.